Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die Heizung ist voll aufgedreht auf Stufe 5 in meinem Fall und sie wird leider nicht warm und bleibt kalt. Ja, ich möchte euch in dem Video einmal erklären, welche Gründe und Ursachen das haben kann und vor allem, wie ihr das Problem auch selbst beheben könnt, ohne einen teuren Handwerker zu beauftragen, sodass ihr von selbst die Heizung auch wieder auf warm bekommt. Ja, habe jetzt hier auf Stufe 5 aufgedreht, nichts passiert. Übrigens möchte ich euch mal auf ein Video aufmerksam machen, warum es keinen Sinn macht, die Heizung auf Stufe 5 zu drehen, wenn man schnell warm machen möchte. Schaut euch dazu mal das Video an, das ist sehr interessant und da könnt ihr vielleicht dann noch ein paar Heizkosten sparen. Ja, jetzt geht es aber hier in dem Video darum, wie kann ich mir selbst helfen, dass die Heizung warm wird, und ich möchte euch hier mal die häufigsten Gründe und Abhilfe schaffen, wie man das beheben kann. Bevor ich loslege, habe ich ein kleines Anliegen in eigener Sache. Ich erreiche nämlich erfreulicherweise hier sehr viele Zuschauer mit meinen YouTube-Videos, was mich auch wahnsinnig freut. Jetzt haben wir leider nur knapp 3% der Zuschauer, die hier regelmäßig meine Videos schauen, auch meinen YouTube-Kanal abonniert. Deshalb meine Bitte an euch, wenn euch die Videos gefallen oder weiterhelfen, dann abonniert gerne jetzt einmal unten kostenlos meinen YouTube-Kanal. Ihr unterstützt mich damit wahnsinnig, um auch weiterhin hier für euch diese Videos machen zu können. Und ich freue mich natürlich auch über jeden neuen Zuschauer, der dazukommt. Genauso übrigens wie auch meinen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Der häufigste Grund, warum der Heizkörper nicht warm wird, ist hier dieses Heizungsventil, was sich unter dem Thermostat befindet. Das heißt, man muss also das Thermostat abschrauben und dann kann man dieses Heizungsventil einmal gangbar machen. In der Regel ist es einfach nur ein bisschen verschmutzt, verkalkt über die Sommermonate, weil es natürlich lange Zeit jetzt nicht in Betrieb war. Und dann sitzt es einfach fest und dann muss man es gangbar machen. Wie das funktioniert, möchte ich euch hier oben in dem Video zeigen. Schaut es euch einmal an. Das könnt ihr ganz einfach selbst machen. Da braucht ihr auch keinen Heizungsmonteur beauftragen. Das Geld könnt ihr euch wirklich sparen. Und in den häufigsten Fällen wird euer Heizkörper dann wieder warm. Die zweithäufigste Ursache, warum eure Heizung nicht warm wird, ist der Grund, dass der Kesseldruck nicht stimmt, nämlich die Menge an Wasser, die bei euch im Heizkreislaufsystem drin ist. Und das könnt ihr überprüfen. Die Heizungssysteme haben hier einmal so eine Druckanzeige in Bar, und zwischen 1 und 2 Bar sollte der Druck im Heizkessel liegen. Ist er zu niedrig, dann ist definitiv zu wenig Wasser drin. Zu hoch sollte er auch nicht sein, dann müsst ihr etwas Wasser ablassen. Wenn der Druck zu hoch ist, können auch Schäden an der Heizanlage entstehen. Deshalb behaltet diese Anzeige immer mal im Auge und kontrolliert die, dass die zwischen 1 und 2 Bar, ihr könnt das sehen, hier im grünen Bereich liegt. Hier im roten Bereich sollte sie auf keinen Fall sein. Dann Wasser ablassen. Ist es allerdings außerhalb des grünen Bereichs unter 1 Bar, dann müsst ihr Wasser auffüllen, weil dann reicht das Wasser einfach im Heizsystem nicht aus, dass der Heizkörper warm wird. Wie das geht, zeige ich euch auch in einem Video, wie das bei meiner alten Heizanlage funktioniert. Es kann natürlich sein, dass es bei euch etwas anders geht. Schaut es euch aber dennoch vielleicht mal an, wenn ihr das Problem habt. Verlinke ich euch hier oben an der Stelle einmal, wie man Wasser an der Heizanlage auffüllen kann. Ein weiterer häufiger Grund, warum eure Heizung nicht warm wird, kann auch dieses Thermostatventil hier sein. Wenn das nämlich einfach schon zu alt ist, mehr als 10 Jahre auf dem Buckel hat, dann ist häufig die Funktion beeinträchtigt. Das heißt, es öffnet und schließt nicht mehr richtig. Deshalb sollte man dann gegebenenfalls darüber nachdenken, neue Heizungsventile zu kaufen. Man sollte die wirklich spätestens alle 8 bis 10 Jahre austauschen. Damit spart man am Ende auch Heizkosten, weil nur dann natürlich auch, wenn die Temperatur erreicht ist, die Heizung richtig runterregeln kann oder halt auch, wenn es zu kalt ist, dass die Heizung überhaupt angeht. Ein defektes Thermostat oder ein zu altes Thermostat kann das in der Regel nicht mehr richtig regeln und deshalb schaut euch einmal an, wie alt bei euch diese Thermostate hier sind. Ich kann euch unten mal welche, die ich auch hauptsächlich benutze, mal abgesehen von diesem jetzt hier in der Videobeschreibung, einige Thermostate verlinken. Ja, ein weiterer Grund, der eigentlich ganz simpel ist, aber trotzdem mal vorkommen kann: die Heizung ist nicht richtig eingestellt, nämlich sie läuft noch nicht im Heizmodus. Das kann man bei meiner Heizanlage hier ganz einfach überprüfen. Hier muss Heizen und Warmwasser stehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Abschaltbetrieb habe, klar geht es nicht, aber ist sie auf nur Warmwasser eingeschaltet, dann funktioniert natürlich die Heizung nicht. Das wäre jetzt zum Beispiel der sogenannte Sommermodus, da brauchen wir die Heizung nicht an. Das bedeutet, wenn die Heizperiode endet, dann stelle ich nur auf Warmwasser um, weil ich auch nur warmes Wasser haben möchte. Möchte ich aber heizen, dann muss ich hier auf Heizen und Warmwasserbetrieb eingeschaltet haben, übernehmen das Ganze mit okay. Und dann wird auch die Heizung warm, sofern halt die anderen Parameter, die ich euch vorher gezeigt habe, stimmen. Aber auch das ist tatsächlich eine häufige Ursache, dass einfach eine falsche Einstellung hier an euer Heizgerät gewählt wurde.
Ein weiterer Grund, warum die Heizung nicht warm wird, ist Luft im Heizsystem. Vor allem, wenn jetzt zu wenig Wasser auf dem Heizkessel war, im Heizsystem, was ich euch gerade vorher gezeigt hatte, dann kann es natürlich sein, dass Luft drin ist und dann muss die Heizung entlüftet werden. Häufig gluckert sie auch oder macht Geräusche, ihr hört das dann schon. Und das ist dann in der Regel, dass Luft im System drin ist. Und dazu kann man einen solchen Entlüfter, Nippel hier nehmen und dann kann man die Heizung hier aufdrehen und entlüften. Man sollte da aber in einer gewissen Reihenfolge vorgehen und auch noch einiges beachten. Was das ist, zeige ich euch detailliert hier oben in dem Video, verlinke ich euch an der Stelle. Wenn ihr also das Problem habt, schaut es euch unbedingt mal an. Die Luft sollte auf jeden Fall raus aus dem Heizsystem, weil das ein Grund sein kann, dass die Heizung nicht warm wird. Und vor allem, wenn auch nur wenig Luft im Heizsystem ist, arbeitet die Heizanlage nicht richtig und man verursacht somit auch höhere Heizkosten. Deshalb sollte regelmäßig die Heizung entlüftet werden, um halt auch einfach in dem Fall Geld zu sparen. Ja, und es kann noch einen weiteren Grund geben, warum eure Heizung nicht warm wird. Und dazu gehen wir jetzt mal etwas weiter hier in die Technik rein. Bei vielen älteren oder anderen Heizanlagen liegt diese Umwälzpumpe hier frei. Das heißt, man kann die sehen und häufig wird die auch ausgeschaltet in den Sommermonaten, damit die nicht weiterläuft. Man kann das bei älteren Heizungsanlagen manuell machen. Ja, ist die Umwälzpumpe hier aus oder defekt, dann wird die Heizung auch nicht warm. Wenn sie defekt ist, dann müsst ihr tatsächlich in dem Fall einen Fachmann anrufen, der euch da die Umwälzpumpe wieder ersetzt. Ist sie aber nur ausgeschaltet, schaltet sie einfach ein oder ist sie zu niedrig eingeschaltet, dann könnt ihr auch eine Stufe höher schalten. Wie das geht, zeige ich euch detailliert mal hier in dem Video an meiner alten Umwälzpumpe. Und dann kann es auch sein, dass das der Grund war, warum bei euch die Heizung nicht warm geworden ist. Hier zum Abschluss des Videos könnt ihr übrigens nochmal einen solchen alten Thermostatkopf hier sehen. Wenn ihr sowas habt, das solltet ihr austauschen. Ich werde das jetzt für meinen Fall auch machen, weil der einfach zu alt ist. Das ist zum einen nicht mehr wirtschaftlich und zum anderen kann es halt auch daran liegen, dass die Heizung dann nicht richtig warm wird. Ja, das waren die Gründe, die häufigsten Ursachen, wie man sich selbst helfen kann, wenn die Heizung nicht geht, wenn sie kalt bleibt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, vor allem aber auch weitergeholfen. Wenn ja, freue ich mich hier sehr über einen Daumen nach oben und abonniert auch, wie gesagt, gern meinen YouTube-Kanal. Das Ganze ist für euch kostenlos und ihr unterstützt mich damit wahnsinnig, um auch weiterhin bei YouTube für euch diese Videos zu machen. Und vielleicht sehen wir uns dann auch bald in einem der nächsten Videos wieder. Macht's gut, bis dahin.